Herzlich willkommen zur 8. Folge unseres Lütze Automation Videoblog. Thema heute ist nochmal Single per Ethernet, kurz SPE. Beim letzten Mal ging es um die Technik und die Vorteile, heute um konkrete Anwendungen. Wichtiger als höchste Datenraten ist in Teilen der Industrie oft eine effiziente und zuverlässige Kommunikation über große Übertragungsstrecken. SPE hat das Potenzial, den Technologiebruch zwischen Steuerungs- und Feldebene, also den Sensor-Aktor-Netzwerk, zu schließen und ihr die Fieldbustechnik zu ersetzen. Mit seinen unterschiedlichen Standards hat die SPE-Technologie die Möglichkeit, sowohl hohe Übertragungsraten über kurze Strecke als auch mittlere Übertragungsraten über lange Strecken abzudecken. Typische Anwendungen von SPE-Leitungen wie der Lütze Superflex Single Pair Ethernet finden sich beispielsweise in Kamerasystemen zur Qualitätsüberwachung und der Machine-to-Machine-Kommunikation innerhalb einer Anlage. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die Sensor- bzw. Aktoranbindung im Sinne der Industrie 4.0 mit 1 Gigabit über 40 Meter mit dem Leiter AWG22 gemäß IEC 61156-12 für flexible Anwendungen. Dann natürlich die Robotik. Hier ermöglicht oft erst dünnere Kabel die erforderliche Zahl an Torsion- bzw. Hubzyklen. Diese dünnen Kabel mit Leiter AWG26 ermöglichen mit 1 Gigabit eine Übertragungslänge von bis 15 Meter. Auch innerhalb eines Schaltschranks kann bei der Nutzung entsprechende Komponente eine platzsparende Dateninfrastruktur und damit eine sichere Kommunikation realisiert werden. Ein anderes Anwendungsfeld ist die Bandtechnik. Hier stellen das reduzierte Gewicht und der geringere Platzbedarf wesentliche Vorteile dar. Auch hier mit 1 Gigabit über 40 Meter mit dem Leiter AWG22. Und natürlich die Prozessindustrie, auch mit ihren Ex-Bereichen. Typische Anwendungen dafür finden sich im Bereich der Chemieindustrie. Hier ermöglicht SPE erstmal Ethernet bis 1000 Meter über Kupferleitungen zu übertragen. SPE hat dort das größte Potenzial, die Feldbus- bzw. analoge Technologie zu ersetzen, konkret mit 10 Megabit über 1000 Meter mit dem Leiter AWG18. Lütze bietet neben den neuen SPE-Leitungen auch eine große Bandbreite an 2- und 4-paarigen Ethernet-Leitungen, darunter auch Torsion- sowie schleppkettenfähige CAT6A und CAT7-Leitungen. Soviel zum Thema Single per Ethernet. Wie immer stehen unsere Kontaktdaten für Produktvorstellungen, Angebote und weitere Infos unten in der Beschreibung. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal in Lütze Automation Videoblog.